Gute Frage. Also jetzt, ich nehme das nicht so wahr. Also es fällt mir relativ leicht, hier zu wohnen. So, und ich, das ist die ganze Atmosphäre, wie man hier zusammenlebt, mit der Offenheit. Und es fällt einem leicht. Es fällt auch mir leicht, hier zu sein irgendwie. Man ist nie alleine, aber man kann sich zurückziehen, so lange und so viel man will. Ja, also das, ich glaube, egal mit wem man hier redet, ich glaube, viele sagen, na ja, eigentlich will ich mich, bin ich eher so der Typ, der so seine Zeit braucht und so. Ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sagt, ich bin immer hier offen und voll dabei. Es sind fast alle, die so denken. Aber ja, man hat's eben. Man hat seine normale Wohnung. Es ist ja eigentlich ein normales Leben hier, nur dass man sagt, die Nachbarn interessieren mich. Na gut, das ist jetzt weit ausgeholt. Also wir sind Ja, das halt, sind unterschiedliche ja, Geschichten. also letztendlich sind wir zum Studieren hierher gekommen. Und man denkt sich, okay, Schwäbisch Gmünd, wie lange bleibt man hier? Da muss man Und nicht nach dem bleiben. Studium machen wir natürlich die ganzen großen Sachen. Und dann, aber hat sich das halt so ergeben, dass man halt so das ganze soziale Umfeld dann hier hat und irgendwie es zum Zuhause wird. Und ja. Aber hierher zu ziehen, das, ja, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ja, genau. Das Projekt wurde eben in den Gemeinden vorgestellt und so haben wir es erfahren, ja. Und Martin kannte Andi so ein bisschen vom Zug. Wir sind zusammen Also, gependelt, deswegen und der kannten Martin wir uns spricht schon ein halt jeden bisschen. an und Andi hatte mal so eine Cappy auf den Martin ihn angesprochen hatte. Da stand Halleluja drauf und die hat er sich selber gemacht und dann hat Martin nur, kannte ihn nicht, hat gesagt, meinst du das irgendwie ernst oder ist das nur so ein Schriftzug? Und genau, so entstand der Kontakt. Und dann hatten wir auch, er ist ja Produktdesigner, dann hatten wir auch, genau, waren dann schwanger und dann wussten wir nicht, welcher Kinderwagen und dann haben wir seinen gekauft. Es lebt von den spontanen Kontakten. Also den Druck haben wir uns rausgenommen, zu sagen, wir müssen uns regelmäßig alle gegenseitig einladen. Das passiert nicht, sondern am Anfang dachte man, es ist ja ein Opfer, hier zu wohnen. Also viele sagen, oh, wollt ihr euch das antun? Und es ist doch, ihr müsst so viel hergeben und so viel, es kostet so viel Kraft. Aber es hat sich halt herausgestellt, dass es ganz normale, nette Menschen sind, mit denen man hier lebt, was natürlich klar war. Und es hat sich so entwickelt, dass einfach so schöne Freundschaften entstanden sind, dass man hier, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine syrische Oma, die. Also weil die Verwandtschaft einfach weit weg ist und die so mit unseren Kindern vertraut ist, dass ich jemanden habe, wo ich meine Kinder mal abgeben kann und sie liebt und alles vorbereitet und sich so freut, wenn sie sie mal haben darf. Und es ist einfach eine große Entlastung. Und das ist irgendwie das normale Miteinander. Also einfach normal sein mit normalen Menschen und die Kultur spielt dann nicht mehr so eine Rolle oder die Religion oder so. Also das merkt man, ist eine andere Ebene. Also man begegnet sich auf einer menschlichen, herzlichen Ebene und da ist viel möglich.